Wir sind jetzt inzwischen auf dem Weg nach Wanaka. Und wir sind gerade am Lake. Matteson. Matteson, ja. Also meinem See. Und vielleicht seht ihr im Hintergrund die Berge. Leider war nur gerade unsere Kamera leer, deswegen seht ihr jetzt ein paar Bilder. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich weiter. Wir fahren jetzt gleich weiter und dann sehen wir uns vielleicht auch im Zwischenstopp oder schon in Wanaka. Taupo. Ja. Aber also halt auch wieder ganz schön. Da vorne ist halt wieder so ein See. Ganz viele Berge, die allerdings dieses Mal ein bisschen näher sind. Ja, und wir gehen jetzt in Kino, und zwar ein ziemlich spezielles Kino. Wir gehen in Exodus. Achso, ja, der Film ist Exodus. Ja, und das Kino, da gibt es so, da gibt es ja keinen normalen Sessel, glaube, oder Sitze. Da gibt es halt so Couches, bettenmäßig. Also man kann sich halt ultimativ hinstellen und man kriegt freie Cookies und sagen die Gerüchte, und das probieren wir jetzt aus, zumindest wenn wir in den Film reinkommen. Wir haben sowieso Bock auf Kino. Also wir haben Bock auf Film. Und unser Tablet geht ja nicht, deswegen können wir da keinen Film gucken. Das wissen die Menschen noch gar nicht. Also unser Ladekabel ist kaputt, wir kaufen ein neues. Ja, da machen wir jetzt morgen auf die Suche. Jo. Nehmen wir euch mal wieder mit. So süß wie wir sind. Ja, und da vorne steht unser Kiwi-Pass. Aber juckt euch erinnert. Und da vorne ist auch noch ein Riesenpark, aber ich denke, das zeigen wir euch dann alles morgen. Ja. Ciao. Wir sind jetzt hier im Kinosaal und es gibt tatsächlich Couches und unsere Sessel sind auch richtig geil. Sind richtig bequem und so und richtig breit. Mir wird schon Cookie versprochen in der Halbzeit. Ja, und? Wir haben gesagt, dass wir gucken werden. Ja, wir haben gesagt, dass wir Exodus gucken. Ja gut, ziemlich cool, noch was zu sagen? Wir haben kein Popcorn. Nee, wir aber brauchen Schokolade. Der Tag 2 Wanaka. Ja. Haben kein USB-Kabel gefunden, beziehungsweise kein Ladekabel. USB-Kabel ist ja gar nicht. Ja. Aber die haben uns jetzt einfach gesagt, wir sollen in Queenstown dann schauen. Und ja, das machen wir dann auch. Ja, so auch. Lang halt ohne Tablet. Jetzt gehen wir ins Puzzleworld, weil es draußen einfach viel, viel zu schwül ist. So, eigentlich wollten wir auf den Berg hoch, aber es ist irgendwie so. Es ist nicht mal so sonnig, es ist einfach nur richtig so eklig. Ja, das könnt ihr euch wahrscheinlich daheim gar nicht vorstellen, weil ihr bestimmt richtig ekliges Wetter habt. Aber bei uns. Wir können hier ja nicht mal wirklich. Doch, wir könnten wahrscheinlich in See, vielleicht machen wir das ja sogar noch. Aber. Ja. Es gibt ein Puzzle World, da gibt es coole Illusionen und witzige, also schräge Häuser, die gar nicht schräg sind. Und. Ja. Rotze Vlog, was vielleicht gar nicht Rotze Vlog ist. Ja, also wir sind jetzt hier in einem schrägen Haus und es macht dich so kaputt. Also, Matze fährt hier die ganze Zeit aufwärts. Ich stehe hier auf einer Stufe, die eigentlich gerade ist und ich weiß es auch, aber ich falle trotzdem die ganze Zeit runter. Und das macht dann so kaputt, also so sieht es hier aus. Richtig, richtig witzig.
Also wir stehen jetzt hier im Maze, ja. Puzzleworld, nachdem wir schon in den Brunnen waren. Und Mats und ich machen jetzt eine Challenge. Das heißt, wir werden beide versuchen, hier durchzukommen. Also man muss die vier Türme finden und dann den Ausgang. Und wer von uns beiden das... Okay, zuerst Schach bekommt Süßigkeiten, sagen wir. Ja, jetzt gucken wir uns das beide nochmal an und dann starten wir. Und man muss Fotobeweise machen. Und wer halt erster ist, der ist halt der Oberferner. Jo! Gewonnen. Ja! Jetzt gehe ich zu ihm. Jetzt müssen wir uns erst zelebrieren. Ja! Aber jetzt hat er den Emergency Ausgang genommen. Und Robin hat gewonnen. Ja! Emergency Ausgang. So ein Arschloch. Ah, nee, stopp. Ja, ist mir egal, ich muss aufs Klo. Deswegen ciao jetzt. Robin hat gewonnen. Ja! Oh, wir haben uns jetzt heute Fahrräder geliehen. Und jetzt gehen wir hier krass am See entlang fahren und mal gucken, ob wir vielleicht so ein bisschen hoch und runter und so ein bisschen Downhill fahren, auf jeden Fall hier so durch Wanaka. Ja, und es wird auf jeden Fall schön, also wir fahren so ein bisschen am See lang und ja, wir probieren verschiedene Kameraperspektiven und so aus, also freut euch drauf. Yo, wir machen jetzt gerade eine kleine kurze Waschpause und es macht so unendlich Spaß, also der Track ist schon ziemlich nice. Ja, also wir fahren die ganze Zeit, also vorhin am See und jetzt hier am Fluss entlang, also macht tierisch Spaß. Hier so, weißt du, so ein bisschen ansatzweise Downhill zu fahren. Ja, und nachher gehen wir vielleicht noch hier rüber, wenn uns die Zeit dann langt. Ja. Weil wir haben nur für 4 Stunden gemietet. Und aber wir sind schnell unterwegs, dürfte klappen. Ja, dürfte klappen. Und es macht ultra Laune und jetzt machen wir kurz Foto und Trinkpause. Und Erfrischungs-Seepause. Jo! Ja, wir haben es geschafft! Und wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, war es ziemlich geil. Und ziemlich anstrengend. Ja, man ist so tot und deswegen haben wir jetzt Eis und was zu trinken gekauft. Jetzt chillen wir hier noch ein bisschen am See, weil viel bewegen ist heute nicht mehr. Ne, viel bewegen ist heute nicht mehr. Und auf jeden Fall. Es war sehr geil. Todeswert gewesen, das zu tun. Oh, das müssen wir in Deutschland echt vielleicht auch mal machen. Ja, jetzt genießen wir dann unser Eis. Yeah.